starten wir einmal mit EasyBot. Und EasyBot ist ein Krypto-Trading-Bot, der über eine API über eure Exchange läuft. Das heißt, eure Gelder bleiben auf eurer Exchange der Wahl. EasyBot geht mit Binance, mit Kraken oder auch mit KuCoin. Und ihr könnt damit entweder eure Stablecoins, wie zum Beispiel USDT oder USDC, aber auch eure Bitcoin vermehren. Und das vollkommen passiv und relativ sicher. Denn EasyBot ist eine Art von DCA-Bot, also Dollar Cost Average-Bot, der aber nicht nur neue Coins einkauft, sondern auch regelmäßig verkauft, sodass wir hier entsprechend auch Profite regelmäßig mitnehmen. Und hier könnt ihr einmal die Live-Account-Performance sehen von EasyBot, wie sich das Kapital entsprechend regelmäßig erweitert hat über die letzten, ich glaube inzwischen fast 500 Tage, die EasyBot auf dem Markt ist. Es gibt hier keine festen Prozente, die ich euch versprechen kann, denn es kommt komplett darauf an, welchen Token oder Coin ihr nutzt. Wie ihr hier selber auch sehen könnt, ist zum Beispiel Matic in der letzten Zeit sehr, sehr gut performt, wohingegen zum Beispiel der Filecoin, XMR, XML oder auch Ethereum, Bitcoin eher weniger Prozente bringen. Natürlich solltet ihr euch aber auch Token suchen, denen ihr langfristig vertraut und am besten auch eine hohe Volatilität haben, denn mit hoher Volatilität gibt es mehr Profite. Und das wirklich Geile hier an EasyBot ist, wie ihr hier sehen könnt, egal wie der Markt performt, EasyBot macht immer noch irgendwie Profits. Und ihr seht das hier zum Beispiel, als der Markt damals zu 28% gesunken ist, konnten wir hier mit EasyBot immer noch 9%, 11% im Durchschnitt machen. Oder auch hier, als der gesamte Portfolio so um die 40% und mehr gesunken ist, konnte EasyBot immer noch 23% Performance liefern. Und das schafft EasyBot, indem er natürlich, wenn der Kurs fällt, weitere Token kauft, damit den Durchschnittspreis sinkt für unseren Einkauf und sobald der Tokenwert wieder steigt und entsprechend über unserem Durchschnittswert ist, wieder verkauft. Und wir müssen da gar nichts viel tun und können unsere Kryptos aber immer noch auf unserer Exchange lassen. Das heißt, wir könnten auch zusätzlich selber dort eingreifen, wenn wir wollten und selber mehr Token einkaufen oder natürlich auch verkaufen, was auch immer der Bot gemacht hat. Ich selber bin inzwischen auch schon über ein Jahr mit bei EasyBot und habe selber noch nie persönlich in die API-Schnittstellen oder in die Trades eingegriffen. Wenn du schon bei EasyBot bist, dann log dich bitte nochmal ein, check, dass du genügend Geld auf deiner Wallet hast, dass alle Bots aktiv sind, denn aktuell geht die Volatilität wieder etwas hoch und es wäre super schade, wenn eure Bots entsprechend inaktiv sind. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein Beispiel an von dem Filecoin, wo wir komplett das hier sehen können, sprich, wo wir sehen können, wie EasyBot den Markt outperformt. Und dafür schauen wir uns einmal ein paar Screenshots aus dem EasyBot-Dashboard an von dem Filecoin. Und dort sehen wir, dass wir unter anderem hier am 22. Februar ein Trade aufgemacht haben mit einem Preis von über 9 Dollar, der dann nachher bei etwa 7,53 Dollar geschlossen wurde und da 28 Dollar Profits gemacht hat innerhalb von etwa 3 Wochen. Hätten wir den Filecoin aber einfach nur gehalten, hätten wir hier 2 Dollar pro Coin Verlust gemacht anstatt Profits. Und wir können weiter in die Filecoin-Historie gucken und dort sehen wir, dass der Preis am 23. Oktober bzw. der Trade am 23. Oktober geschlossen wurde mit einem Durchschnittspreis von 3,80 Dollar. Und das können wir uns hier auch nochmal auf CoinMarketCap anschauen. Das heißt, der Bot hatte hier einen Einstieg, als der Preis bei um die 9 Dollar war. Und in der Zeit ist der Filecoin um über 60% etwa gesunken und hätten wir diesen Token einfach nur gehalten und auf die Wertsteigerung gewartet, hätten wir um die 60% aktuell Verlust gemacht, während EasyBot hier die ganze Zeit getradet hat und uns Profits mitgenommen hat. Und um die Strategie nochmal kurz zu erklären und ganz vereinfacht zu erklären, ist einfach, wenn wir hier zum Beispiel jetzt eingestiegen sind und der Tokenwert fällt, kauft EasyBot immer mehr nach, bis der Dollar Cost Average irgendwann niedrig genug ist, um wieder zu verkaufen. Zum Beispiel hier hätte er ja auch nochmal weiter nachgekauft und auch hier unten. Und wenn es dann hier so einen kleinen Peak wieder gibt, dann verkauft EasyBot, denn dann ist in der Regel der Dollar Cost Average niedriger als der aktuelle Marktpreis. Und dadurch machen wir halt Profite, während der Tokenwert an sich eigentlich sinkt, aber durch diese ganzen kleinen Spitzen und der hohen Volatilität
in den Kryptopaaren machen wir hier entsprechend wirklich passiv sehr, sehr gute Profits. Klar ist der Markt aktuell nicht sehr volatil und wir sind natürlich auch immer noch in einem Bärenmarkt. Aber gerade wenn jetzt langsam wieder mehr Volatilität aktuell im Markt ist und insbesondere wenn dann irgendwann auch der Bullenmarkt wieder losgeht, wird EasyBot sehr, sehr, sehr viel Spaß machen. Und wenn du mehr über EasyBot lernen möchtest, dann schau dir einmal meine Playlist dazu an. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort habe ich wirklich alles mit reingenommen. Angefangen von der Strategieerklärung, von Fehlern, die du definitiv vermeiden solltest, wenn du EasyBot nutzt. Aber auch zum Beispiel, wenn du zusätzlich nochmal Geld verdienen möchtest mit EasyBot, indem du in den Founders Club kommst. Denn in dem Founders Club sind nochmal 5% des kompletten Company-Umsatzes drin. Und das wird dann an alle ausgeteilt, die hier in dem Founders Club mit drin sind. Wir haben uns auch die Market Crash Recovery Strategie angeschaut. Alle Chancen und auch Risiken. Aber auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du den EasyBot aufsetzt und entsprechend die API-Schnittstelle herstellst. Außerdem hat EasyBot vor kurzem eine Strategieanpassung vorgenommen. Und zwar wird ab sofort auf die Average Covers verzichtet. Es sind jetzt nur noch Independent Covers. Und dadurch soll der Bot noch effizienter sein, noch leistungsstärker und bis zu 30% mehr Profits machen als bisher. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung einmal hier die Seite, wo ihr euch die Performance Insights anschauen könnt und wirklich nochmal in Ruhe schauen könnt, welche Token wie hier performt haben und insbesondere natürlich auch, wie sie gegenüber dem Markt performen. Denkt aber immer daran, dass vergangene Resultate nicht auch garantieren, dass es in der Zukunft genauso läuft. Insbesondere, was hier um die besten Coins geht. Zwar sind aktuell Matic, Uniswap, Link die best performenden Coins, aber das hängt auch daran, wann ihr selber euren Einstieg habt, wann ihr euren Bot startet und wie die Volatilität von den aktuellen Coins und Token ist. Und wenn du wissen möchtest, wie du die Volatilität selber prüfen kannst und entsprechend den meistversprechenden Coin oder Token-Paar dir aussuchen kannst, dann schau dir auf jeden Fall einmal hier dieses Video an, profitabelste Coins finden und wie du die Volatilität mit TradingView prüfen kannst. Denkt aber dran, wenn ihr Geld auf einer Exchange habt, um zum Beispiel den TradingBot von EasyBot zu nutzen, dass ihr euer Kapital am besten auf verschiedene Exchanges splittet und den Rest eures Kapitals, insbesondere das, was ihr ohnehin hodeln wollt, auf eine Crypto-Hardware-Wallet, auf eine Cold-Wallet lagert, wie zum Beispiel die Tangent Wallet, die ich euch hier schon mehrfach vorgestellt habe, oder auch die neue Cypherock Hardware Wallet, die auch ohne Seed Phrase funktioniert, aber zusätzlich zu den Karten noch ein Gerät mit dabei hat und unsere Private Keys dezentralisiert und wir dadurch keine Seed Phrase auch mehr backuppen müssten, sondern uns, wie sie sagen, bis zu 10-mal mehr Security geben. Und das läuft dadurch, dass sie die Private Key nicht auf einem Gerät lagern, sondern Teile der Private Key an verschiedenen Orten lagern, beziehungsweise auf verschiedenen Karten und dem Gerät selber. Dazu gibt es auch demnächst noch ein Video, wo wir das einmal komplett testen, wie das in der Praxis läuft. Oder wer es lieber klassisch mag, seine Seed Phrase sehen möchte und ganz normal backuppen möchte, der kann natürlich auch den Sponsor des Videos hier nehmen, einmal die Decent Wallet. Das war die weltweit erste biometrische Krypto-Hardware-Wallet, sprich eine Hardware-Wallet, wo ihr sämtliche Transaktionen mit eurem Fingerabdruck entsprechend bestätigen müsst. Und wenn ihr Interesse an einem der Hardware-Wallets habt, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link, wo ihr auch jeweils Rabatte bekommt.